Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ja, zu unserer perfekten Kolonie, in der sich ein ja nicht unerheblicher Fehler eingeschlichen hat. Also zum einen habe ich hier oben normales Starkstromkabel gebaut. Das war nicht so schlau, weshalb wir das Ganze auch mal wieder zerlegen müssen. Und wir haben außerdem hier. Nee, ist doch eine starke Leiterverbindung. Warte, das passt doch. Aber hier oben eben ist es falsch. Dankeschön auf jeden Fall an. Ja, wer hat's alles geschrieben? Mr. DJ Monkey, Erik, Kerstin. Ja, und weiß gar nicht, ob das alle waren, aber es waren auf jeden Fall einige. So, jetzt machen wir hier nochmal eben nach. Also, das passt. Alles. Das auch. Okay. Können wir hier jetzt ganz hier richtig aufbauen. Ja, was hatten wir noch mehr? Ja, wir beim letzten Mal hier ja, oder hatte ich schon angekündigt, dass wir Pips züchten müssen. Und da kam mir die Idee. Wir könnten das Ganze doch recht einfach handhaben, indem wir brauchen eine Station dafür, indem wir einfach hier eine Pflegestation reinpacken. Weiß gerade gar nicht, Strom braucht die nicht, ne? Okay. Ja, eigentlich schon genügend. Ich weiß, dass ihr mir geschrieben habt, umsiedeln, aber ich möchte natürlich auch, dass die weiterhin Bäume abernten. Weil vielleicht reicht ja auch ein. Wir lassen das erstmal. Vielleicht reicht einer pro Raum. Ansonsten können wir die immer noch recht schnell züchten. Geht ja eigentlich echt. Dann noch den Lagerbehälter rein. Hier. Warum? Keine Ahnung. So, ich gehe mal schnell durch. Was hatten wir noch an? Von Alive hatten wir noch einen unten beim Wasserstoffschlot, ich glaube, aber das nicht so funktioniert, weil ich kann ja hier, ah doch, ich kann wohl hier freigraben. Mensch, sehr gut, sehr guter Tipp. Wenn hier eine Leiter herbauen, kommen wir hier runter. Ich war davon ausgegangen, dass hier alles Neutronium ist, aber ist es ja gar nicht. Guter Hinweis, habe ich erst gar nicht so vernommen. Mr. DJ Monkey an die Leiter denke ich gleich. Das habe ich auch vor, um deinen, meinen und viele andere Monks ja ein bisschen einzubremsen. Was hatten wir noch? Ah, Kerstin hatte das auch geschrieben mit dem Freigraben hier, ja. Und auch auf die Frage, warum ich solche Sachen grundsätzlich in, also wie Gasfilter und so weiter, in den Raum mit reinbaue. Keine Ahnung. Das kann man in Zukunft sicherlich auch besser machen. Und Dankeschön fürs Gesundheit sagen. Ja, machen wir mal ein bisschen schneller. Dann wird das hier gleich schnell erledigt. Unsere Räume hier. Das hier ist weiter in Arbeit. Das hier auch. Fangen wir mal mit diesem Raum hier erst an. Samen. Aber Eichel, weil hier werden sowieso keine weiteren Bäume eingepflanzt. Können wir hier einen fangen.
bauen wir auch noch hier aus dahin. Können wir hier übrigens auch schon bauen. Ich schätze, das Ding wird nicht fertig, bevor wir hier den Pip aussetzen können. Gefangen, könnte also mit ein bisschen Glück vielleicht doch noch erledigt werden. Ja, da kommt jemand mit einem passenden Hut auf, das könnte klappen. Das sieht gut aus. Die Pause ist auch noch weit genug entfernt. Sehr schön. Okay, ja, dann wird der nächste Raum jetzt versorgt. Direkt den ersten. Oder doch nicht? Gerade schon, da wird direkt der erste Samen geschnappt. Ja. Noch ein bisschen Sauerstoff drin. Jetzt gerade, ob das Sinn macht, zu warten, bis der auch noch raus ist. Wir machen jetzt dicht. Wir haben hier größtenteils, also wir haben hier eigentlich alles raus, außer Sauerstoff und CO2. CO2 wird dann ja gereinigt, wenn wir das hier jetzt dicht machen. Sollte passen. Eingeschaltet. Wir arbeiten. Achso. Oh. Okay. Gut, dann können wir ja jetzt. Brauche ich hier so ein System, wie ich es mit den Sensoren gebaut habe, brauche ich hier gar nicht, weil die Maschinen ja nicht manuell bedienen. Ich muss es eigentlich schenken. Dann bedeutet. Eigentlich wurde hier nicht noch
Na, egal. Die arbeiten hier jetzt dagegen an. Kein Strom. Habe ich die Batterie hier vielleicht? Oh ja, tatsächlich. Oh, was wir hier ebenfalls noch. Und Gitter ziehen. So, die Rohrbrücke kann jetzt eigentlich schon wieder weg. Das heißt, auch der sollte bei 75. Ich stelle mir das mal auf 70. Ich bin sehr gespannt, was gleich passiert. Kann natürlich sein. Ne, es ist immer noch so. Es ist ein bisschen Petroleum noch drin. Der Generator funktioniert nicht. Okay, also ist das Ganze schon hiermit dann nachgewiesen. Moment. Ne, das Ding müssen wir so oder so zerlegen. Ethanol, sehr gut. Habe ich natürlich wieder gar nicht berücksichtigt, wie die pro Sekunde verbrauchen, ne? Mensch, Mensch, Mensch. 2000 Gramm pro Sekunde, das heißt, ich kann mit der vollen Leitung 5 Stück versorgen. Achso, wir haben nur nicht genug Goldamalgam. Gute auch mal, dass das nach wie vor Mangelware ist. Ja, ihr fragt zu. Overleben. Hier oben gibt es immer mal was. So, jetzt nicht sehr viel.
Aber von Zeit zu Zeit müssen wir hier oben ja sowieso immer ran, um einfach auch ein bisschen mehr Filtermaterial wieder zu bekommen. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig, aber es ist ein Anfang. Oh. Warte. Oh, das Ding ist überfüllt. Mal den Auslauf. So, ich sehe die. Oh ja, ich sehe schon, die ersten Sachen sind gepflanzt. So pflanzt er natürlich alle möglichen Samen auch immer wieder ein. Alles wegschaffen. Wachsen die hier denn nicht? Achso, ist zu kalt. Okay. Oder zu warm? Kalt. Oh. Wachsen dann noch auch alle nicht, oder? Warum geht denn von hier? Müssen wir hier vielleicht noch eine Heizung oder was aufstellen. Das habe ich natürlich überhaupt nicht bedacht, dass die Temperatur hier ein Problem sein könnte. Ja, okay. Da muss also eine Lösung her. Eine Lösung könnte das verschmutzte Wasser sein. Und an. Moment. Wasser fließt ja aktuell nirgendwo. Weil ich hier oben. Morgen. Ui, 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 ui. So, was wir dann aber auf jeden Fall bauen können, ist hier eine Leitung entlang. Durch. Hier würde ich ganz gerne Radiatorrohr haben. Drittes Rohr.
zurück. Dann natürlich dort das Ganze auch noch mal trennen. Hier möchte ich auch noch was um. Da rein. Strom haben wir hier, perfekt. Dann würde ich gerne hier irgendwo einen Temperatursensor reinpacken. Thermosensor, sagen wir mal. Ja. Daran. Um die Flüssigkeit entweder dort durchlaufen zu lassen oder aber schicken sie direkt hier rum weiter. Das gleiche werden wir hier auch noch machen und hier. Ich würde es nur gerne eben einmal fertigstellen und um dann auch in der Praxis zu sehen, funktioniert das Ganze. Drucker und ein paar Heilpillen, die nehme ich doch gerne. Das hat ihn hier natürlich alles überflutet jetzt, ne? Hier ist was hingelaufen und wenn dort hingelaufen ist, dann ist ganz hier runter bis hier und dann hierher, yo. Entschuldigung. So, dann haben wir hier ja was vor. Wir sahen schon mal, wie ihr richtigerweise auch geschrieben hattet, sind wir damit schon mal angefangen. Das müssen wir jetzt fortführen. So müsste im Grunde bis hier. Habe ich ja. Ne Quatsch, der Gasfilter kann ja bleiben. Können wir das schon mal noch verlängern? Weiter hier und die Stange kann weg, weil die müssen wir noch tauschen. Das hier doch nicht. Weil, wenn ich das abreiße hier, wenn hier ein bisschen Rohöl rausläuft. Das Ei. Thank you.
ankommt. Dort, ne? Jetzt muss ich hier natürlich, oh je. Das muss ich auch noch alles umbauen. Ja, muss ich. Oh, Stich. Diese Stelle. Ja. So könnte das funktionieren. Das wird sich länger hinziehen hier, als ich gedacht habe. Stelle ich gerade fest. Muss eigentlich hier passieren. Hier weg. Da zwei neue hin. Natürlich noch weg. Und den stellen wir auf Rohöl 8 Autoabfüllung an. Hier noch für einen Auslass. Der muss auch umgebaut werden. Mal eben Ziegel reinbauen, damit wir den Wasserstoff rausbekommen. Theoretisch reicht das hier jetzt schon wieder, aber ja, wieder so. Access. Das nicht. Einstellungen rüber kopiert, der kann weg. Der kann auch weg. Ach, jetzt kommen wir da aber gar nicht mehr hin, ne? Ja.
schon weg. So, damit haben wir Bereich Nummer 1 schon fertig. Schon weggerissen. Ist genug. Können wir stoppen und hier ist auch genug. Auch stoppen. Sehr schön. Okay. Ja, die Sachen sind fertig. So machen können. Wäre sehr unbefriedigend für mich, das Video jetzt hier so mittendrin zu beenden, aber ich werde es, denke ich, trotzdem jetzt gleich machen. Den Rest dann nachbauen bzw. im nächsten Video fertig machen. Das hier funktioniert eigentlich zu gut. Müssten wir noch mal einbremsen. Atmosensor, den möchte ich auf jeden Fall noch fertig machen, damit ich den noch einstellen kann, damit das dicht ist. Schön von denen hier drin. Na kommt, räumt die noch eben weg. Tief bei über 1000 Gramm passt.
gut. Kann ich euch dann sonst noch was erzählen jetzt zum Ende des Videos? Irgendwie einen Ausblick auf irgendwas? Ich glaube nicht. Haben wir erledigt. Da werden jetzt hoffentlich noch mehr eingepflanzt. Ansonsten wäre das ein bisschen unglücklich, weil jetzt viel von diesem Platz hier anderweitig verwendet wurde. Hier zu vermeiden. Ja, da sind keine Samen. Sehr gut. Räumen wir da nochmal auf. Hier haben wir jetzt... Achso. Brennbare Flüssigkeit. Ja, erst das Rohr entleeren lassen wollte. Läuft das sehr gut. So, hier unten. Jo, haben wir jetzt eigentlich nichts, was wir noch zwingend heute machen müssen. Also dann geht es beim nächsten Mal hier weiter. Video ist heute ein bisschen länger geworden. Hoffe, mir ist niemand böse, wie immer. Und ja, würde mich freuen, von euch zu lesen oder ein Like zu sehen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.